willkommen bei Was Wir! Und wir haben hier das echte Charlie the Steak. Charlie the Steak, hast du was zu sagen? Ihr könnt es sehen, Flexi hat hier auch die echte Charlie the Steak App, Mann. Und die werden wir heute benutzen. Und alles, was wir in der App machen, machen wir in echt mit unserem echten Charlie the Steak. Also, wenn wir das Nudelholz in der App bei Charlie the Steak nehmen, werden wir das euch heute mit dem echten Nudelholz, eurem echten in Real Life auf Charlie the Steak machen. Wir werden alles, was wir machen in der App, heute mit unserem Stück Fleisch, mit unserem Stück Charlie nachmachen. Und wir haben das echte Charlie the Steak hier. Nur bei Was Wir. Deswegen lasst ihr einen fetten, fetten Like da, Mann. Und ich würde sagen, ab in die Küche. Ihr könnt es sehen, wir haben Charlie the Steak jetzt hier vorbereitet in unserer Küche liegen. Das echte Charlie the Steak. Ja, aber Cameron, Mann, was sollen wir denn jetzt bitte mit unserem echten Charlie the Steak alles machen? Stimmt, ich habe gar keine Ahnung, Mann. Wir müssen in die App gucken. Flex, wo ist die App, Mann? Du meinst, in diese App müssen wir jetzt schauen, was wir alles machen können? In dieser App können wir herausfinden, was man alles mit Charlie the Steak anstellen kann. Und das können wir dann heute auch mit unserem Charlie the Steak in Real Life. Deshalb, Leute, ihr schreibt jetzt alle mal Steak in die Kommentare. S-T-E-A-K, Mann, und lasst ein Like da. Ich würde sagen, wir probieren die App aus und spielen dann sozusagen die App in Wirklichkeit nach. Das hört sich sehr gut an. Charlie the Steak, hast du noch was zu sagen? Wir sitzen jetzt vor unserem Rechner und ihr könnt es schon sehen, wir haben die Charlie the Steak App installiert, Freunde. Mami, und die absolut originale Charlie the Steak App, die originale. Die ist ja verboten, Freunde, aber wir haben sie für euch, Mann. Bevor wir das echte Charlie the Steak, was wir vorher euch gezeigt haben, nachher richtig schön, müssen wir jetzt erstmal bei der App nachschauen, wie das Ganze überhaupt funktioniert mit Charlie the Steak. Was haben wir alles für Sachen auf Lager? Was könnten wir benutzen für später? Wie können wir das Steak tender machen? Wie funktioniert das überhaupt mit dem Steak? Und deshalb sind wir jetzt in der Original-App und werden mit euch live auf jeden Fall in die App reingehen. Deshalb, Leute, ein Like da. Die App ist gestartet, ihr könnt es sehen und ihr seht hier auf einem schönen Holzbrett Charlie the Steak. Ich bin schon so hyped und ihr seht oben in der Ecke, wir haben 1670 Meatballs, Leute. Oh. Das reicht nicht ganz aus, weil hier unten könnt ihr sehen bei Animation, ja, was wir alles haben. Kostenlos ist die Zange. Diese scharfe Chili-Flexi, Mann. Was ist das? Ein Pinsel? Nee. Ich drück mal drauf, oder? Okay, ist das ein Pinsel? Sieht aus wie ein Pinsel. Wow! Oh, Mann. Das ist kein Pinsel, Leute, Mann. Das ist kein Pinsel. Alter, Freunde, das war ein Bunsenbrenner. Ihr könnt es hier sehen. Wir haben gerade Charlie the Steak abgefuckt. Das ist angebrannt. So heftig, Mann. Und passt auf, Leute. Und so wie das Steak schwarz war, so dürft ihr das natürlich nicht essen. Auf keinen Fall. Wir gucken mal weiter, was es noch gibt. Wir hatten jetzt gerade nicht den Pinsel, sondern den Bunsenbrenner. Sieht aus wie ein Pinsel, Mann. Und jetzt kommt's, Mann. Jetzt kommt der erste Hammer, Alter. Den Hammer können wir doch auch benutzen, oder? Ich drücke aber noch nicht drauf. Den benutzen wir gleich, Freunde. Dann haben wir auf jeden Fall das klassische Messer. Ein Steak aufschneiden. Steakmesser. Ihr filetiert ihr das Steak auch manchmal so schöne kleine, schöne zarte. Und dafür braucht man ein Steakmesser und das haben wir auf jeden Fall kostenlos. Und dann gibt es hier noch eine. Was ist das? Ein Nudelholz. Das ist ein Nudelholz? Damit macht man eigentlich Nudeln und Spätzle. Und dann gibt es noch die kostenpflichtige Version von dem Messer und dem Aufschneiden. Wenn du aber genau hinschaust, sieht das 1:1 aus. 1:1. Aber es kostet 14.000 Meatballs, Flexi. Da frage ich mich echt, warum? Und jetzt pass auf, ihr seht das alles, das nennt man Dynamit. Ihr könnt es sehen, 16.000, dann geht's weiter mit was? Was ist das? Eine Bohrmaschine? Eine Presslufthammer. Boah, krass, Mann, das sind so krasse Ideen, wie wir nachher unser Steak verfeinern können, damit es leckerer schmeckt. Und jetzt pass auf, ihr seht es, Leute, jetzt kommt das dritte Messer. Ich hab's! Vielleicht sind die Messer verschieden groß. Erst ein kleines Messer, dann ein mittleres Messer und dann ein riesengroßes Messer. Das kann wirklich gut sein, Flexi. Wir werden es gleich rausfinden, aber es geht weiter. Was ist das, Flexi? Ein Piekser. Das ist so eine Grillzange zum Wenden, oder? Ja, oder sowas. Ja, irgendwas zum Aufpieksen auf jeden Fall. Dann eine richtige Zange. Eine Zange, um Nägel zu ziehen, beziehungsweise vielleicht Zähne? Man weiß es nicht. Zähne? Zähne? Dann eine Pfanne, ist ja klar. Ein Steak macht man in der Pfanne. Da frage ich mich, warum die Pfanne so spät am Ende erst kommt. Ich weiß es auch nicht. Man macht doch die Steak immer in die Pfanne rein. Und dann nochmal Feuer. Weißt du was, Flexi? Ich drücke jetzt einfach mal auf Chili. Das hätte ich davon. Chili! Das ist scharf! Pfeffer? Ach, Pfeffer! Ach, das Pfeffer, also scharfe Pulver, Pulver! Oh, warte, das machen wir gleich nochmal, Leute. Man guckt dich mal an. Der Pfeffer direkt in die Augen. In Mann, die Augen, in seine blauen Augen! Aber es tut ihm nicht so weh. Ach doch, seine Augen werden rot. Hast du es nicht gesehen? Schau mal. Ach, guck mal, wenn ich draufklicke. Ihr könnt sehen, oder? Wenn ich draufklicke. Da bewegt er sich. Ja, natürlich, es ist Charlie. Was gibt's hier noch? Was ist das? Hier oben kann man auch irgendwie ein Level aktivieren. Level 3. Wir sind Level 3 auf jeden Fall. Was
das nächste Mal noch. Immer noch? Level 3? Ich habe Level 3 ausgewählt und wir nehmen nochmal den Hammer. Mal gucken, den Hammer hatten wir noch nicht. Au, au. Aber in der Küche, in der ganz normalen Küche macht man das auch, um das Steak richtig schön weich zu bekommen, das Fleisch. Man klopft das Steak weich. Gerade beim Wiener Schnitzel oder sowas, schön klopft. Gut, aber das Steak in der Pfanne oder in der Küche hat eigentlich kein Gesicht. Bei Charlie the Steak, Charlie hat ein Gesicht, ihr seht es. Ihr schaut ihn genau in die blauen Augen. Und deshalb, Leute, lasst alle mal nochmal ein Like da. Flexi darf jetzt einfach mal auf den Mauszeiger klicken. Und dann aktivierst du das Messer. Linke Maustaste bitte. Wieso bin ich das Messer? In 3, 2, 1 und let's go. Okay, das Messer war großflexig, aber ich glaube, ich weiß, was der Unterschied ist zwischen den verschiedenen Messerklingen, Mann. Welcher? Dass es nicht nur ein Schnitt gibt, wie gerade eben, sondern 2, 3, 4, 5 und irgendwas so Hackfleisch. Weil wirklich, sei ganz ehrlich, mit dem Messer teilt man das Steak eigentlich nicht nur in eine Hälfte durch. Komm, Zange für euch. Leute, einmal Zange. Warte mal, hey, wir haben das erste Mal Charlie the Steak seine Zunge gesehen. Warte. Nochmal, die Zunge, ich will die Zunge nochmal sehen. Gucken, Freunde, ihr seht das erste Mal. Boah, sie ist groß und lang, ey. Die ist ja fast so groß wie Charlie selber. Wie kann denn so eine große Zunge in so ein kleines Steak passen, hä? Bei uns ganz normale Zunge fürs Gesicht her. Aber Freunde, ihr seht schon, wir haben richtig krasse Ideen jetzt auf jeden Fall schon mal. Wir haben auf jeden Fall, was wir zu Hause haben, ist hier das Nudelholz. Nudelholz haben wir zu Hause. Hammer. Zange haben wir da, den Hammer. Scharfes Chili-Pulver haben wir da. Pfeffer. Haben wir auch alles auf jeden Fall in der Küche. Bunsenbrenner. Ihr habt gesehen, wir haben Charlie the Steak live in real. Die Bunsenbrenner, den haben wir auch da, oder? Da machen wir, ja, aber da wird das Steak eher schwarz. Das hast du recht. Wir haben noch einen Grill da. Das ist die Pfanne hier, wie ihr sie gleich seht. Natürlich, das haben wir auf jeden Fall da. Was gibt's hier? Gibt's noch ein Minigame? Pass auf! Oh. Muss ich machen. Ha, oh, Charlie! Ich muss noch fangen, ein Charlie! Was? Noch ein Charlie! Du musst Mann. Charlie fangen, bevor Charlie in die Pfanne hüpft! Darum geht's! Okay, was haben wir noch? Wir haben hier oben das Menü. Oha, schau dich mal an. Oh, wir sind aber ganz unten. Wir sind ganz unten jetzt gerade, ihr seht. Ah, well done. Well done. Medium, also das sind die Fleischarten. Durch und raw ist roh. Medium oder alles. Wir sind aber noch ganz unten, unser Steak ist noch. Aber Flexi, guck mal, könnt ihr lesen, Freunde, hier oben steht's, ihr könnt lesen. Sammelt 1 Million Hackfleischbällchen, wir haben gerade mal 2000. Alter. 1 Million! Jo. Da spielen wir ja bis morgen früh. Was passiert, wenn ich hier drauf klicke? Ich klicke einmal drauf. Okay, ich 4, nee, so ungefähr 6 bis 4 Hackfleischbällchen. Ja, 5 bis 6, ich sehe es. Was hier oben? 5 bis 6. Guck mal, oben ist noch eine Chilisauce, was passiert, wenn ich da drauf klicke? Was ist mit der? Ah, genau, ins Tabasco Auge, Leute! Ins Auge, Leute, ja. Und ihr seht es, Leute, ihr habt gesehen, wie das Auge richtig rot wird. Alter, krass, guck mal, da oben kann man auch die Sachen auswählen. Man muss gar nicht unten. Krass! Ich kann hier oben aufs Messer klicken. Dann wird es, kommt das Messer. Heftig, mit dem einen, aber nur mit dem einen Schnitt. Was passiert mit dem Zahn? Nichts. Da bewegt er sich, oder? Das geht leider alles nicht, Mann. Leute, das ist gesperrt. Nur nicht freigeschaltet. Deshalb, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da. Dann werden wir auf jeden Fall noch was freischalten hier. Weißt du was? Danke. Ich habe eine Idee, Mann, wie wir das freischalten. Wie? Wow. So, liebe Leute, guckt es euch an, Mann. Wir haben jetzt alles freigeschaltet. Ich habe alles freigeschaltet. Ich bin schon so gespannt, was passiert. Also, wir gehen nochmal alles durch. Ihr kennt es ja, die Zange hatten wir schon mit der riesen Zunge, Mann. Auf jeden Fall, die Zange hatten wir schon. Okay, was machen wir als nächstes, Flex? Ich bin gespannt. Wir gehen nochmal von unten links einfach alles durch, Leute. Ihr könnt auch sehen, wir haben 42.000. Wir haben sozusagen den Meatball-Hack und gehen diese Fleischbällchen nie aus. Guckt ihr das mal an, Bunsenbrenner hatten wir. Und damit können wir jetzt alles freischalten. Dafür lasst ihr ein Like da. Jetzt wird es richtig interessant. Ich bin so gespannt, was passiert. Passiert mit den anderen Sachen, die wir noch nicht hatten. Manche Sachen können wir euch nicht zeigen, deswegen werden wir diese Sachen dann unkenntlich machen, Freunde, Mann. Ganz genau. Es ist nicht zu heftig, oder? Das ist das Messer immer noch mit einem Schnitt. Aber ich bin jetzt so gespannt, was passiert bei dem größeren Messer. Ihr wisst, was Messer jetzt kommt, Mann. Jetzt kommt das Nudelholz. Oh mein Gott, nein! Diese Bohrmaschine, wo du gesagt hast am Anfang. Das sind die Zähne, Mann. Dem werden die Zähne gerichtet. Oh mein Gott, der tut mir so leid, Charlie. Geh mit! Oh mein Gott, wir haben Dynamit genommen. Wow, oh, war das krass, Freunde, Mann. Armer Charlie, als armer nächstes, Charlie. Was nehmen wir als nächstes? Komm, wir nehmen das Messer. Wir nehmen das Messer mit 2. Was gekommen? Es sind diesmal 2 Messer. Und es hat viel mehr Schnitte. Dann nehmen wir als nächstes das Nudelholz für euch. Ah, das kennen wir. Das haben wir auch zu Hause, das Nudelholz-Table. Das ist richtig lustig, Mann. Okay, ihr seht es, Freunde, Mann. Wir steigern uns, wir steigern uns. Wir haben jetzt ein Medium, ein Level freigeschalten. Oh, jetzt spuckt ihr euch an, weißt du warum? Mit Schleim? Jetzt wird der langsam Medium, nicht mehr well done. Jetzt klicken wir mal auf roh, roh. So sieht der roh aus, Freunde. Sieht aber nicht mehr appetitlich aus. Und jetzt, Leute, jetzt müssen wir es dann unkenntlich machen. Das ist, oh, ich hab's nicht gut. Das ist brutal, oder?
Das nennt man das brutale Messer. Oh, die Zange. Dieses, den Piekser, den ich gesagt habe. Aber nicht dafür. Hey Leute, ich kann wir schauen alle weg. Und ihr lasst alle dafür trotzdem ein Like da. Egal, ob wir alle wegschauen. Ihr habt gesehen, wir haben jetzt das rohe Steak. Was machen wir als nächstes? Komm, Flex. Oh. Was macht ihr denn da mit der Zange? Ihr könnt es euch leider nicht zeigen. Ihr könnt es nur anhand unserer Reaktion ablesen. Zange, Zunge, Pfanne, fertig. Pfanne. Pfanne ist gut. Gar nicht zum Braten! Andersrum. Hast du gesehen? Das Steak, oh, die Pfanne auf das Steak und nicht das Steak in die Pfanne. Boah, das ist das Feuer. Das Feuer, was am meisten kostet. Aber jetzt würde ich es essen, weil so schmeckt es richtig lecker. Freunde, war es nicht eher verbrannt? Das Steak war doch jetzt verbrannt. Jetzt kommt der Bohrmaschine. Alle Zähne mal raus. Ist aber lustig. Ja, aber andererseits, wie kannst du das Steak auch mit Zähne essen? Wir haben es geschafft. Wir haben mit so viele Ideen dank euch gesammelt. Ihr habt auch so viele fleißige Likes da gelassen. Ja, aber Leute, was ist denn das? Man kann doch nicht mit der Pfanne auf das Steak hauen. Wir wollen doch das Steak in die Pfanne hauen. Ich hätte auch gedacht, dass wir das Steak in die Pfanne hauen. Aber jetzt haben wir eine neue Idee. Und wir gehen jetzt runter zu unserem echten Steak. Nehmt euch mit. Und ihr bleibt dran. Lasst ein Like da. Wir gehen jetzt zu Charlie the Steak. Charlie the Steak. Wir haben jetzt in der App gesehen, was wir alles mit Charlie the Steak anfangen können. Es gibt das Nudelholz. Es gibt die Gabel. Es gibt den Bunsenbrenner. Es gibt die Pfanne. Es die gibt Zange. Das Messer. Man kann so viel machen. Wie krass ist das? Was denn, Mann? Und ich würde sagen, Flex, wir verschwenden keine Zeit, Mann. Leute, ihr lasst doch mal einen richtig dicken Like da, dann geht's los. Let's go. Wir fangen erstmal mit dem Pfeffer an. Wir pfeffern das Auge, aber... Genau wie in der App. Passiert nichts, oder? Oder? Das ist gut. Also bis jetzt ist es noch ein Unterschied. In der App hat er rumgeschrien. Dieses Mal nicht. Und sein Auge wurde rot. Das ist hier blau geblieben. Da würde ich sagen, scharfe Soße. Wir haben den Tabasco, Mann. Das ist die Skorpionsoße. Das ist die Skorpion-Tabasco. Flexi, bist du bereit? Wie in der App in die Augen. Und? Ah, was? Und? Was? Was? Guckt euch an, Mann. Passiert nichts, oder? Da würde ich sagen, wir gehen zum nächsten. Wie in der App, oder? Das wäre, Flexi, das Messer. Ganz genau. Hier haben wir das Messer, Flexi, Mann. Lass mich mal bitte. Jetzt bin ich dran. Wie in der App. Ein schöner genau Schnitt, die oder? Gleiche Größe, Mann. Bist du bereit? Ja, eins, zwei, drei. Passiert ja gar nichts. Und Flexi? Wie in der App, ein Schnitt. Ihr könnt es sehen, perfekt. Da würde ich jetzt mal sagen, jetzt geht's ans Nudelholz. Bitte, Flexi, let's go. Ja, ihr könnt es sehen, Flexi, Mann. Du hast die ganze scharfe Soße nur verteilt, mehr ist da nicht passiert. Das heißt, das Steak ist jetzt scharf? Ihr wisst doch, man muss Steak klopfen. Lasst Charlie in Ruhe! Leute, lasst ihr jetzt alle lieber mal noch ein Like dafür, Charlie! Und natürlich für was wir! Wir werden jetzt eine Sache machen, was wir euch nicht zeigen konnten, weil das ein bisschen zu brutal war. Und zwar hat es diese Gabel in der App gegeben und mit dieser Gabel haben sie das Auge rausgeholt, Flexi. Das können wir hier machen, weil es ja nur ein Stück Fleisch ist, Mann. Das ist ja nichts Verbotenes. Es ist Charlie! Es ist kein Stück Fleisch, es ist Charlie the Steak! Ihr schaut einfach mal zu. Und zwar die Zange. Sind die hier so reingegangen und haben die hier das Auge einfach rausgeholt. Jetzt hat Charlie keine Augen mehr. Ein Auge hat er noch. Ein halbes Auge, Mann, Freunde. Ey, Leute, das ist ja so krass. Ich freue mich schon so später, dieses Steak hier auf den Grill zu legen. Es wird bestimmt so tender, super soft und zart. Ihr kennt doch alle Soll. Für überteuertes Salz für 6 Euro kaufen wir nie wieder, Mann. Kommt nicht mal was raus. Warte mal, Kevin. Kannst du dich noch erinnern, als wir gerade die App benutzt haben? Das ist eine Sache. Die müssen wir jetzt unbedingt noch machen mit Charlie. Oh mein Gott, sofort, Alter. So, jetzt fehlt nur noch die Pfanne, wie in der App. Oh mein Gott, Flexi, das sieht gut aus. Und, wie ist Charlie? Es sieht richtig lecker aus und ich kann es gar nicht erwarten, es nachher mit euch zu testen und zu essen. Oh mein Gott, wir werden Charlie essen. Wow, sieht das geil aus, Freunde. Wir verschwenden natürlich keine Lebensmittel. Wir grillen es jetzt hier richtig schön durch. Wir kochen es im Barbecue. Wir werden das Steak jetzt gleich noch richtig genießen. Und danke an Charlie für das geile Steak. Er hat sich für uns geopfert. Bis zur nächsten Folge. Ciao.